an die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetzespaket der Großen Koalition zur Grundsteuer vertieft die Steuerungerechtigkeit, wird viele Mieterinnen und Mieter zusätzlich belasten und es belohnt die politische Sektiererei von CSU und dem Land Bayern. Offensichtlich konnte die CSU die Koalitionspartner bei der Grundsteuer weiter erpressen. Sie konnte eine Öffnungsklausel durchsetzen, mit der in Bayern bei der Grundsteuer anderes Recht gelten soll als im restlichen Bundesgebiet. Dies stellt die vom Grundgesetz geforderte Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse weiter in Frage. Wir lehnen solche Kleinstaaterei ab. Dabei erleben wir bei der Pkw-Maut ja gerade, in welches Desaster solche CSU-Extrawürste führen. Hier hatte sich die CSU mit ihrer Ausländermaut erstmal inhaltlich völlig verrannt. Sie hat dann mit quasi erpresserischen Mitteln eine allgemeine Pkw-Maut gegen Kanzlerin, gegen die Schwesterpartei, gegen den Koalitionspartner, gegen die Mehrheit der deutschen Bevölkerung durchgesetzt. Und am Ende hat CSU-Minister Scheuer jetzt noch einen Schaden für den Bundeshaushalt von wahrscheinlich mehreren hundert Millionen Euro verursacht. Wenn der Herr Finanzminister zu Recht fordert, man solle um seine Verantwortung wissen, dann müsste die CSU vielleicht mal was dazulernen. Im Zusammenhang mit der Grundsteuer steht natürlich auch die vielleicht allerwichtigste Frage, wie Mieterinnen und Mieter als schwächste Teilnehmer am Immobilienmarkt entlastet oder zumindest vor weiteren Belastungen geschützt werden könnten. Bezahlbarer Wohnraum ist in Großstädten zur zentralen sozialen Frage geworden. Zum Beispiel berichtet das Statistische Bundesamt, dass der Anteil am Einkommen, den Menschen für Wohnkosten aufwenden müssen, bei armutsgefährdeten Personen bei 48%, bei alleinlebenden Armutsgefährdenden bei 57% liegt. Die Schmerzgrenze ist hier seit langem überschritten. Ein einfacher Weg im Zusammenhang mit der Grundsteuer hier für Entlastung zu sorgen wäre, das hat jetzt mit der Grundsteuer direkt nichts zu tun, aber im Zusammenhang damit, wenn man die Überwälzung der Nebenkosten, der Grundsteuer auf die Nebenkostenabrechnung für die Mieterinnen und Mieter endlich abschaffen würde. Gegen diese Überwälzung spricht nicht nur die ohnehin hohe Belastung der Mieterinnen und Mieter. Wenn, wie im Modell des Bundesfinanzministers, die Miethöhe in die Berechnung der Grundsteuer einbezogen wird, dann zieht eine Mieterhöhung auch gleich noch eine Nebenkostenerhöhung wegen gestiegener Grundsteuer nach sich. Herr Innenminister, der wäre dafür zuständig. Ändern Sie die Betriebskostenverordnung, schaffen Sie die Umlagefähigkeit der Grundsteuer auf die Mieten ab. Aber auch das bayerische Modell der Flächensteuer hat erhebliche Nachteile für Mieter. Zukünftig wird ein Quadratmeter Wohnfläche in einer Luxusvilla am Starnberger See kaum mehr Grundsteuer kosten als die Sozialwohnung in München, weil eben nur die Fläche, aber nicht das daraufstehende Gebäude, dann berechnet werden soll. Sollen die Gesamteinnahmen am Ende aber gleich bleiben im Land Bayern, können Sie ja selber mal versuchen nachzurechnen, wer dann die höhere Grundsteuer bezahlen wird. Selbstverständlich, mit Wahrscheinlichkeit zahlen die Villenbesitzer weniger und die Sozialmieter mehr. CSU, christlich-soziale Ungerechtigkeit. Für die Städte und Gemeinden, das ist ja jetzt schon deutlich geworden und das haben wir auch immer betont, ist die Grundsteuer eine wesentliche Einnahmequelle. Sie ist von zentraler Bedeutung. Sie haben selbst Einfluss auf die Höhe und das ist auch halbwegs demokratisch kontrolliert über Wahlen, über Bürgerbeteiligung und dass man eben vor Ort ein bisschen näher dran ist als zwischen der Wahlbevölkerung und dem Deutschen Bundestag. Insofern ist es gut und richtig, dass es zu einer Einigung gekommen ist. Der Verkehrs- oder Marktwert wäre nach unserer Meinung die gerechteste Bemessungsgrundlage.
gerade wenn die Vermieter die Grundsteuer selbst bezahlen müssen. Denn der Verkehrswert spiegelt Wert und Nutzung des Grundstücks und der darauf stehenden Gebäude umfassend wider. Bereits 2012 hatte die OECD Deutschland empfohlen, Immobilien stärker anhand dieses Verkehrswertes zu besteuern, und sie hat recht. Insofern haben wir die Wertorientierung in dem Modell von Herrn Scholz immer unterstützt. Wir hätten sie gerne verstärkt, weil damit die Finanzämter endlich auch mal eine vernünftige öffentliche Erfassung der Immobilienvermögen im Land erstellen müssten. Vielleicht scheut Bayern ja auch deshalb jede Werterfassung bei der Grundsteuer, weil dort die Ungleichheit in der Verteilung der Immobilienvermögen wahrscheinlich noch schlimmer ist als im Rest der Republik. Abschließend zur Grundsteuer C. Es gibt eine große Zahl von baureifen Grundstücken, die von den Eigentümern aber nicht bebaut werden. Das hat nicht nur, aber auch mit Spekulation auf steigende Grundstückspreise zu tun. Es erschwert aber auch die optimale Nutzung von Bauland und zwingt an manchen Stellen zu zusätzlichem Flächenverbrauch. Die im Gesetzespaket enthaltene Grundsteuer C bewirkt eine höhere Steuer für solche baureifen Grundstücke und ist richtig. Wir würden vorschlagen, den Steuermessbetrag für diese Grundstücke endlich noch anzuheben, um diese Wirkung zu verstärken. Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Stefan.